war natürlich schon ein spannender Dialog. Ich glaube, das kann sich jeder Zahnarzt vorstellen. Montags ab 7 Uhr in der Praxis, dann die ganze Woche. Und ich war natürlich als Schiedsrichter auch international über Jahre gefordert. Es war quasi immer mein Urlaub, wenn ich dann weg war. Und ich hatte so ein Agreement auch mit UEFA und FIFA, dass ich dann am Vortag des Spiels sehr spät abreisen darf und am Tag nach dem Spiel sehr früh wieder zurück. Heißt also ganz einfach, mittwochsabends in Mailand, Madrid, London, dann war ich um 10, 11 Uhr morgens wieder in der Praxis donnerstags und freitagsmittags ging es dann wieder in die Bundesliga weiter. Also war ein Riesenspagat, den sich viele kaum vorstellen können, weder auf der einen Seite die Zahnärzte noch auf der anderen Seite die Schiedsrichter. Aber für mich war es mein Leben und wer mich kennt, ich bin relativ mobil und das heute noch. Hygiene ist ein unfassbar wichtiges Thema. Ich glaube, heute in unserer kritischeren Zeit noch ein wichtigeres Thema, als es früher das mal war. Dass man dann so als Zahnarzt natürlich im Team, es ist immer Teamarbeit, auch so gerne mal delegiert, so unter dem Motto, du kümmerst dich jetzt mal so um die Hygiene, das muss irgendwie funktionieren. Und dann kommt der ein oder andere Tag, die eine oder andere Situation, wo dann abends mal sagst, oh, das war heute alles nicht so ganz im wahrsten Sinne des Wortes sauber. Und dann kommt eben die andere Geschichte dazu, dass man sagt, diese Rechtssicherheit ist für die Zahnärzte wichtig, aber noch wichtiger ist natürlich Hygiene, Patient im Vordergrund, mein Team, ich möchte gesund rausgehen, ich möchte abends Feierabend machen, auch ein ruhiges Gewissen haben. Mich hat eben das Thema interessiert, gereizt, aus eigener Erfahrung, vielleicht auch ein bisschen aus dem schlechten Gewissen heraus. Das war was, für das du hättest mehr tun müssen. Es war immer so ein Blackspot in deinem Leben, den du nicht gemacht hast. Ich finde es toll, die Ideen, die Innovation. Und nicht nur die Innovation im Produkt, sondern die Ideen im Team. Dieses Innovative, was wir heute im 21. Jahrhundert natürlich in allen Bereichen irgendwo brauchen. Und dann war es eben nicht nur zu sagen, das mache ich nicht, Markenbotschafter in dem klassischen Stil zu sein, wie es vielleicht der ein oder andere sich vorstellt, sondern in diesem Team dieses Innovative mitzuleben, auch vielleicht das eine oder andere mitzunehmen, sich reinzudenken, vielleicht mitzuentwickeln, zusammenzuarbeiten. Also ich möchte bei einem tollen Produkt, einer tollen Idee mit einem tollen Team ein Teammitglied sein. Das ist für mich ganz wichtig. Ich weiß, aus meiner Zeit genauso, da bist du ja erstmal abweisend, wenn was Neues auf dich zukommt. Letztendlich spart dir es auch Geld. Bei all dem sicheren Verhalten, das du da mitnehmen kannst, hast du auch da noch einen wirklich positiven Aspekt. Und nochmal, die Zeiten sind kritischer geworden. Als Schiedsrichter sage ich immer, weil viele sagen, oh, schwieriges Umfeld. Nein, von 10 Spielern waren es 9 tolle Typen. Mit denen hast du ein großes Einverständnis. Das hat Spaß gemacht. Dann kommt eben der 10., der irgendwo ans Bein treten will. Und das geht uns in der Gesellschaft überall. Passiert auch beim Patientenkreis, 9 tolle. Aber der 10., der vielleicht sensibilisiert wird heutzutage durch die Medienwelt, durch die sozialen Medien, der sagt, ah, da kann ich bei meinem Zahnarzt vielleicht was rausholen. Also diese Rechtssicherheit, die wird heute immer schwieriger. Und ich glaube, dass gerade Blue Safety da einen tollen Job macht. Sie sind Experten in Wasserhygiene. Was eigentlich in der Praxis vernachlässigt wird. Deswegen ist es wichtig, sich diese Experten an die Seite zu holen.